In Celle, de lieve Herr van der Alden, had sofort, als ik gevraagd, kunnen we zoiets organiseren in het instituut, ja gezegd. Kent u het nog helemaal niet met akoestiek? Nee. Weg van micro? Ja. Besser? Ja. Oké, dan blijf ik weg van micro, dat is wel lieber. Goed. Als we dat probleem deze week hadden, in de aanvang van de laatste week, hebben we een voorstandszitting sowieso gehad, en dan kan spontan vom Verein, jetzt, wir könnten das im Notfall buchen. Aber wir werden ein paar Spaßvereine unterwegs schicken, mit der Bitte, uns ein bisschen auf den Kosten zu helfen. Also ich danke unserem Linkeverein hier in Celle für seine Mitarbeit und ich danke meine Vorstandsmitglieder für deren Mitarbeit. Sie sehen sie hier rumlaufen. All die Leute, die mit den komischen Dingen rumlaufen, können sie bei Problemen irgendwie anhauen. Und ich wollte Herrn von der Ohe bedanken für seine Bereitwilligkeit, uns den Hörsaal zur Verfügung zu stellen. Lieber Herr von der Ohe, ich hätte gerne Sie hier vorne neben mir im Moment. Seit wann siehst du mich? Sorry. Ach sorry, Werner, das machen wir schon. Ja gut, weißt du, bestimmte Sätze bei mir sind so in Deutsch programmiert, dass sie mit Sie gehen und andere Sätze sind noch immer trotz all die Jahre mit Du, automatisch. In Diskussionen mit Rutte und mit anderen war das immer auffällig bei mir, das ging nicht anders. Ich wollte dich trotzdem das mehr oder weniger traditionelle Dankeschön an dich überreichen. Ich war die letzte Woche oder vorletzte Woche inzwischen in Padua und dann habe ich gedacht, ich bringe mal wieder was mit. Also es kommt jetzt aus einem anderen Weg als üblich. Und damit alle sehen, dass es im Rahmen bleibt, habe ich nicht verpackt. Ich danke dir für die Bereitwilligkeit und ich hoffe, dass wir das, wenn es wieder Bedarf da ist, machen. Ich danke. Ich habe die Redner natürlich zu danken, dass sie gekommen sind und bereit waren, was zu tun. Ich habe eine Bitte vom Haus, damit wir pünktlich arbeiten können und bleiben. Auf jedem Tisch liegt so eine Mappe wie diese. Da drin ist eine Essensliste, ich habe die von eurem Tisch genommen. Sie kriegen gleich wieder, keine Angst. Und bitte bis 10:30, da werden die Listen eingesammelt. Also guckt es euch an und merkt euch bitte auch, was ihr bestellt. Das ist nämlich die andere Seite des Tisches. Ja, also mit 10:30. Und es wird den Verzehr jetzt und den restlichen Verzehr nach dem Essen abgerechnet. Das ist der Wunsch des Hauses, damit es auch verwaltungstechnisch ohne allzu viele Komplikationen abgeht. Und zum Schluss habe ich noch eine Hoffnung. Ich hoffe, dass dieses nicht die letzte Veranstaltung dieser Art hier in Celle ist. Und ich hoffe, dass er auch beiträgt, weil das war eine meiner Zielrichtungen, zu den Verständigungen zwischen verschiedenen Zuchtrichtungen. Und deshalb ist das Programm so gestrickt, wie es ist. Und ich danke euch fürs Kommen und wünsche einen schönen Tag.